Es ist soweit. Wir haben endlich gutes Wetter. Und das bedeutet, wir werden heute einiges machen. Erst geht's wieder auf den Tegelberg und da laufen wir diesmal runter, weil dann kommen wir an der Marienbrücke vorbei oder über die Marienbrücke, die perfekt Blick auf das Schloss Neuschwanstein richtet, wo wir dann auch hingehen. Also Wandersachen an und auf den Tegelberg. Diesmal mit Seilbahn, nicht wieder laufen. Bevor wir das tun, müssen wir uns allerdings erstmal wieder etwas Dummen zuwenden. Denn unser Auto, unser behindertes Auto zeigt irgendwelche Motorschäden oder Motorprobleme oder sonst was an, irgendwelche Lampen blinken. Und da das jetzt schon das dritte Problem ist, wenn wir jetzt zur Autoverleihung fahren, das umtauschen lassen und wenn nicht, das reparieren lassen auf Kosten des Verleihs. Ja, weil das ziemlich behindert ist, wenn man ein Auto ausleiht und das dann durchgehend irgendwelche Probleme hat. Ja, und ich hoffe, das dauert dann nicht zu lange oder wir hoffen das und wir können dann schnell weiter zum Berg. In das Update, wir haben jetzt 11.33 Uhr, sitzen in diesem verschissenen Seat, der mittlerweile einen Totalschaden hat, das Radio ist sogar ausgegangen. Ja, und warten hier auf die Pannenhilfe, die uns jetzt abschleppt und naja, sieht so aus, als ob das, was ich heute Morgen angekündigt habe, nur zum Teil oder gar nicht eintritt. Ja, und wir kriegen jetzt ein neues Pannenauto. Wir kriegen jetzt ein neues Auto. Hoffentlich kein Seat und ich, keine Ahnung, das muss jetzt ein Mercedes oder Audi oder BMW sein, als Entschuldigung für diese Scheiße hier. Also, denke ich mal so um eins sind wir hier hoffentlich fertig und können dann endlich den Tag beginnen. Macht keinen Spaß. Uhr, wir sind durch. Draußen ist wieder Scheißwetter. Stimmung ist im Himmel. Keine Ahnung, was wir jetzt tun. Wir werden es sehen. Ich habe vergessen, dass diese Farbe existiert. Wie ihr seht, sind wir wieder am Tegelberg und das Wetter bessert sich. Nachteil ist es schon 15.30 Uhr. Wenn wir oben sind, 16 Uhr, weil die Bahn erst alle halbe Stunde fährt. Für alle, die mein Neid immer noch nicht teilen. Stell dir einfach vor, du möchtest da hoch und bist bis 15 Uhr in einem Autohaus in kompletter Wanderklamotte und wartest darauf, dass dein Scheißauto repariert wird, weil ein Marder ein paar Kabel durchgefuttert hat. Wie dem auch sei, wir scheißen drauf und auf die Zeit. Wir gehen da jetzt hoch, egal wie lange es dauert, und gehen zum Schloss Neuschwanstein und im Notfall ist es dann halt dunkel. Und im besten Fall lockert sich das Wetter noch ein bisschen und wir haben einen blauen Himmel, wenn wir dann da endlich angekommen sind. Wir hoffen auf jeden Fall das Beste. Und jetzt erstmal eine schöne Gondelfahrt für euch.
Nach 2 Stunden durchlaufen endlich das Schloss. Es ist definitiv größer, als ich mir das vorgestellt habe. Die Kamera nicht mehr gerade halten, ich bin im Arsch. Beziehungsweise meine Füße. Trotzdem versuchen wir jetzt noch zum Schloss zu kommen. Weil wenn es noch offen haben sollte, so kurz vor 8, dann gibt es da definitiv was zu futtern. Und das können wir gerade beide gebrauchen. Also, wir gucken mal. Das war zu erwarten. Mit dieser Kulisse verabschiede ich mich vom heutigen Vlog. Ich glaube, es wird nichts mehr kommen. Wir werden jetzt nach Hause rollen. Wir sind K.O. beide. Und wir müssen uns ganz doll ausruhen, weil morgen etwas Geiles passiert. Beziehungsweise, weil wir morgen etwas noch viel Geileres besteigen. Ich sage nicht was, werdet es sehen. In diesem Sinne, ja, ich werde eh noch was filmen. Also, bis gleich. Bergbahn 30 Minuten. Wie soll ich das überleben? Um euch mal unser Leid darzustellen, ja? Man sieht jetzt in der Aufnahme wahrscheinlich nicht die Leine, aber da ist die Seilbahn. Dann sind wir so hochgefahren, nach da. Erstmal da auf den Gipfel, dann zurück. Und dann hier. Und dann irgendwo runter. Und da zum Schloss. Und das ist genauso anstrengend, wie es aussieht. Und wahrscheinlich noch zehnmal anstrengender.